It's your boy Skinny P. Achtung Leute, aufgepasst, wichtiges Thema. Und zwar, vor einiger Zeit gab es immer mal wieder Nachrichten von euch, wo es hieß, hey, da ist irgendein Kanal, der Videos von dir hochlädt, der so heißt, wie du dein Bild drin hat und so weiter. Das gleiche hatte ich auch schon auf Twitch. Da ging es dann sogar so weit, dass ich zwei Kanäle reporten musste und halt entfernen lassen musste, weil sie kompletten Identitätsdiebstahl betrieben haben und praktisch alles, also mein Bild, mein Namen, die ganze Videobeschreibung und so weiter bei sich drin hatten und damit natürlich auch Schindluder treiben konnten, einfach in anderen Streams irgendwas schreiben und man sieht nur der Dummbabbler und sieht mein Bild und denkt sich, ja, das ist er. Und zu guter Letzt häufen sich leider die Beschwerden oder Informationen über Leute, die sich als der Dummbabbler ausgeben und Giveaways faken und jemanden anschreiben und diesen dann nach ominösen Informationen bitten oder fragen. Das mache ich nicht. Das Einzige, wonach ich euch frage, ist der Trade-Link, aber auch nicht in irgendeiner Privatnachricht, sondern ich sag's ja in den Giveaways selbst, wie der Hase läuft. Ja? Ich werde euch nie nach irgendwelchen Kontoinformationen oder irgendwelchen Kontaktdaten fragen. Nie. Und damit ihr genau wisst, über welche Kanäle man mit mir mit Kontakt zu rechnen hat, möglicherweise, zeige ich euch das jetzt geschwind. Meine Hauptaktivität auf YouTube geht von diesem Kanal aus und ausschließlich von diesem Kanal gehen die Giveaways aus. Es gibt zwar noch einen Zweitkanal, diesen Bubbler Plays, aber der ist eine Weile schon stillgelegt und da schreibe ich auch niemanden an wegen irgendwas. Das hier ist mein Main-Account. Wenn irgendwelche Fragen von diesem Account kommen, dann bin ich's, wenn nicht, dann nicht. Das hier ist mein Main-Steam-Account. Ja, hier seht ihr ihn. Wenn ihr von diesem Account irgendeine Nachricht bekommt, dann bin ich's. Wenn nicht, dann nicht. Das hier ist mein zweiter Steam-Account. Ja, und das war's. Mehr gibt es nicht. Ich mache aber eigentlich meine Dinge hauptsächlich, eigentlich ausschließlich von diesem Account hier. Manchmal schicke ich Trades von meinem zweiten Account. Aber das sind natürlich geschenkte Trades. Ich erwarte da ja nichts zurück, sondern ich verschenke nur. Von daher ist das, denke ich, auch weniger suspicious. Aber ja, mein Main-Verkehr, da geht alles über das hier. Hier beschreibe ich mit den Leuten und so weiter und so fort. Auf Twitch ist dieser Kanal mein Kanal, der Dummbabbler. twitch.tv/derDummbabbler mit dieser Beschreibung und so weiter, das ist mein Kanal. Ja, also auch wenn ihr euch vielleicht die Zahlen merken könnt oder sowas. Ich meine, ich habe diesen Haken, der ist sehr schwer zu faken. Die Zahlen sind schwer zu faken. Natürlich kann man einfach das hier alles kopieren und bei sich einfügen und meinen Namen und das Bild snacken. Aber den Verifizierungshaken ist, glaube ich, schon etwas schwieriger, den irgendwie zu faken. Und das war bei diesen Accounts auch nicht der Fall, die ich habe bannen lassen dann oder entfernen lassen, wie auch immer. Ja, also wenn es Schreibkontakt gibt, dann geht das von diesem Twitch-Kanal aus. Ich habe keinen zweiten, das ist der einzige, den ich habe. In 2,5 Stunden geht es übrigens wieder los. Ja, Livestream heute Abend, 18 Uhr. Hier stehen übrigens immer die Zeiten. Für alle, die sich fragen, wann und wo ich mal streame, schaut mal auf Twitch vorbei, der Dummbabbler, ja. Hier stehen grundsätzlich, wenn ich offline bin, die Streamzeiten. Mein offizieller Twitter-Kanal oder Account ist der Dummbabbler K. Hier sind eigentlich fast nur streambezogene Dinge oder auch mal ein bisschen was anderes, aber das ist der offizielle der Dummbabbler Twitter-Account. Es gibt keinen anderen. Hier schreibe ich auch eigentlich niemanden an. Also privat, dass ich sage, hey, ich brauche deine Kontonummer oder so einen Dreck, würde ich nie fragen. Nie. Sicher werden hier auch irgendwann mal Giveaways stattfinden oder haben mal irgendwann stattgefunden vor 1000 Jahren. Aber diese Sachen, davon erfährt man ja meist dann auch nochmal über YouTube und so weiter und ich confirm das auch. Also das ist der einzige Kanal auf Twitter, den ich habe. Oder Account halt. Wenn der euch anschreibt, dann bin ich's. Alles andere nicht. Auf Instagram ist es der Dummbabbler GK. Ich hatte da mal einen zweiten Account, also meinen eigentlichen ersten Account gemacht. Aber den findet man wohl noch, aber den gibt's eigentlich nicht mehr. Das hier ist mein Main-Account, der Dummbabbler GK. Und das war's eigentlich soweit. Ich wüsste nicht, was für Dinge oder Wege ich noch wählen könnte, um Leute anzuschreiben, beziehungsweise Wege, die andere nutzen, um mich irgendwie zu imitieren, beziehungsweise um so zu tun, als wären sie ich. Aber das Wichtigste, das ihr euch merken sollt oder könnt, ist, dass ich nicht nach irgendwelchen Daten frage. Achso, ich weiß nicht, wie das auf Discord ist. Ob man da einfach den Namen faken kann, indem man sich genauso nennt, aber das hier ist unser Discord-Server und da bin ich halt der hier. Ja, also ich kenne mich zu wenig aus mit Discord, vielleicht kann man sich da genauso nennen und einfach Leute anschreiben, aber da auf Discord frage ich eh niemanden irgendwas, also beziehungsweise falls doch, dann ist man ganz normal im Gespräch und ich frage nicht nach irgendwelchen ominösen Ding. Das war's dann soweit. Die ganze Sache habe ich jetzt gemacht, weil ich heute eigentlich ein Giveaway machen wollte. Und zwar eine Mac 10 Stalker, aber da wir, also ich wollte jetzt diese Info erstmal noch rausbringen. Das hätte irgendwie komisch gewirkt, wenn ich ein Giveaway hochlade und am nächsten Tag dann Fake-Giveaways oder sowas. Also von daher mache ich es dann einfach die Tage. Nur, dass ihr Bescheid wisst, welchen Accounts ihr trauen könnt und welche nicht. Die Sachen, die ich euch gezeigt habe, die sind von mir und auch nur von mir operiert. Also nur ich schreibe darüber, ich benutze die Accounts. Es gibt keine anderen Leute, die Zugriff auf diese Accounts haben. Das heißt, das bin ich.
Außer ich würde gehackt werden oder so, aber dann sage ich euch halt irgendwo Bescheid. Ich wurde bis jetzt noch nie gehackt, zum Glück. Ach so, es gibt ja noch Snapchat, fällt mir gerade ein, jetzt wo ich das Handy in die Hand nehme. Das muss ich am Handy aufmachen. Ich habe keine Ahnung, ob das am PC überhaupt aufgeht. Kann ich da irgendwo meinen Namen sehen? Der Dummbabbler Killer 13 heiße ich da. Einfach der Dummbabbler. Aber also da habe ich noch nie was gehört, dass jemand auf Snapchat von irgendjemandem, der Dummbabbler heißt, ominöse Fragen, Nachrichten oder Dickpics erhält oder so ein Scheiß. Ist das hier, hat man hier eine eindeutige ID? 4535, was ist das? Ist das Punkt oder ist das meine Zahl? Naja, warte mal, kann ich euch das hier irgendwie zeigen? Die Kamera ist eh gerade gespiegelt. Wenn ihr sowas wieder mitbekommt, dann schreibt mir das natürlich, wie es aussieht. Also auch wenn jemand irgendwie Videos von mir hochlädt oder sowas, da gibt es einige Kanäle. Mittlerweile habe ich auf YouTube selbst diese ID-Einstellungen. Also ich sehe, welche anderen Kanäle auf YouTube Content von mir hochladen, also wie viel dazu übereinstimmt mit meinem Zeug und sowas. Da ist es eher nicht so schlimm, aber wenn ihr halt jemanden seht, der auf Instagram oder Twitter oder sowas genauso heißt und der mit euch schreibt und, ne, dann sagt mir das bitte. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Livestream. 18 Uhr geht's wie gesagt los und die Tage werde ich dann einfach das nächste Giveaway starten. Vielleicht haue ich einfach noch irgendwas dazwischen erstmal, um wirklich mal Richtung PaySafeCard zu gehen, aber ich weiß nicht. Kann man online einfach PaySafeCards kaufen? Ich muss dafür ja nicht in den Laden, weil jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, einfach so in den Laden zu gehen. Soll man halt zumindest nicht für so eigentlich unnützen Kram, ne? Gut, Leute, dann sehen wir uns gleich im Livestream. Natürlich gibt es im Livestream auch wieder Giveaways. Im Stream. Aber das kann man halt schwer faken, weil da bin ich ja live dabei, ne? Bis gleich.